Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Museumsgespräche. Wir begrüßen Sie heute wieder aus dem Kulturhistorischen Museum in Rostock. An meiner Seite Herr Dr. Steffen Stuth. Herr Stuth, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es geht um eine faszinierende Ausstellung, die heißt Von Arta bis Zentralkomitee. Und unschwer zu erkennen im Hintergrund ein Bild aus uralten Zeiten. Es geht wahrscheinlich um die Ostseewoche, aber DDR im Museum. Ist es jetzt Zeit dafür oder was war der Anlass für diese Ausstellung? Nun, das Ende der DDR, das Jahr 1990, ist 27 Jahre her. Das ist eine ganze Generation und es ist an der Zeit, dass sich Museen damit auseinandersetzen. Kulturgeschichtlich, politikgeschichtlich kann man das tun. Wir haben es hier kulturgeschichtlich, lebensweltlich getan. Schüler, Studenten, die heute knapp 30 sind, die jünger sind, haben keine Erinnerung, kein Verhältnis mehr zu diesem Teil der deutschen Geschichte und deswegen sollten sich Museen damit beschäftigen und das ist auch die Grundidee, warum wir das gemacht haben. Es war eine ziemlich spontane Idee, dieses Thema auszuwählen, aber wir haben sehr viel gelernt bei der Vorbereitung der Ausstellung und wir zeigen hier auch einen sehr, sagen wir mal, bewusst gewählten Blick auf die DDR. Wir wollen Nostalgiegefühle natürlich wecken, Erinnerung ist damit ja gemeint, wecken, Auseinandersetzung wecken. Und wenn das ein Museum tut, Auseinandersetzung, Nachdenken zu wecken, dann passt das sehr gut auch zur DDR-Geschichte. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen es, hier haben wir das klassische FDJ-Hemd, ich selber habe es auch mal getragen und dann gab es ja diesen Spruch, Freundschaft. Herr Dr. Stuth, es geht um Dinge, mit denen die Menschen alltäglich zu tun hatten hier in der Ausstellung. ATTA, das war dieses berühmte Scheuermittel, Zentralkomitee, das sah man immer im Fernsehen beziehungsweise las es in der Zeitung. Was ist der Ansatz dieser Ausstellung, wo docken Sie an? ATA ist die Privatheit, ist das Symbol für die Familie, für die private Sphäre des DDR-Bürgers. Das Zentralkomitee meint das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, also letztendlich die Zentrale der Staatspartei der DDR. Wir bewegen uns mit den Objekten und mit den Geschichten, die wir in dieser Ausstellung erzählen, zwischen dieser Spannung, zwischen Privatheit und öffentlichem Leben. Wir zeigen auch anhand von Beispielen hier gerade an diesem FDJ-Hemd hinter uns, wie auch der Staat in ganz private Belange des Lebens eingegriffen hat. Der DDR-Bürger sollte kollektiv erzogen werden, also nicht das Individuum, das Einzelne stand im Mittelpunkt, der Einzelne stand im Mittelpunkt, sondern es war der kollektive Mensch, der sich immer auch als in die Gesellschaft der DDR einzufügen hatte. Vom Kindergarten bis ins hohe Rentenalter war das bewusst gewählt. Und vieles hat man vergessen, was mit solchen Objekten auch für Geschichten verbunden sind. Und diese beiden Seiten der Geschichte versuchen wir hier in unserer Auswahl zu belegen. Beim FDJ-Hemd ist das ganz deutlich zu sehen. Das ist die Staatsjugend der DDR. Mitgliederzahlen von mehr als 90% war man nicht Mitglied aus verschiedenen Gründen. Konnte das Auswirkungen haben auf die Bildungskarriere, auf die Studienplatzwahl und damit letztendlich auch auf die Lebensplanung. Die Medaille hat immer zwei Seiten und wir versuchen, die hier miteinander zu verknüpfen. Ja, aus historischer Sicht, letztendlich lässt sich ja sagen, diese FDJ kam ja nicht mehr richtig durch, vielleicht in der Anfangszeit der DDR noch, als ich jung war in den 80er Jahren, haben wir das natürlich abgelehnt, das noch überhaupt anzuziehen. Wir mussten es natürlich anziehen, man war dazu gezwungen irgendwie, aber die Individualisierung war schon so weit vorangetrieben, dass es so nicht mehr mit dieser Gleichmacherei durchkam. Gibt es dazu auch schon historische Erkenntnisse, warum letztendlich die DDR letztendlich zerfallen ist und warum letztendlich sowas wie diese Uniformiertheit letztendlich auch kein Massenphänomen mehr war? Da fangen die Historiker jetzt an, auch gerade sozialhistorisch zu forschen. Das ist ganz interessant. Natürlich über das FDJ-Hemd, wenn man es dann tragen musste, hat man einen Pullover drüber gezogen. Da war dann gerade noch der Kragen zu sehen und dann ging das wieder. Aber man hat sich immer noch untergeordnet und hat es getragen, weil man sich schon auch unterschwellig bewusst war, was das für Folgen haben könnte. Und gerade diese Individualisierung der 80er Jahre hat schon in der DDR immer auch Systemkorrekturen nach sich gezogen. Vieles, was in den 70er Jahren noch ganz stark politisiert war, ist in den 80er Jahren wieder zurückgenommen worden. Und man muss immer bedenken, die DDR hatte einen Zwilling auf der anderen Seite der
der Grenze Richtung Westen in der Bundesrepublik und war eng verbunden über Radio und Fernsehen mit den Bildern aus dem Westen. Und das hat natürlich hier in der DDR auch ein Übriges getan, dass die Menschen auch versucht haben, sich nach außen zu orientieren. Und da ist natürlich eine Uniformierung, die aus den 50ern, aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kommt, dann vermutlich auch nicht mehr zeitgemäß. Aber da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren eine ganze Reihe von interessanten Forschungen lesen können. Dieses FDJ-Hemd hier ganz konkret, wie ist das ins Museum gekommen? Ist das Ihr eigenes oder wurde Ihnen das sozusagen zugespielt? Nein, das war schon immer da im Museum. Das ist nun ja auch kein FDJ-Hemd aus der Spätzeit der DDR. Da waren sie aus Kunstmaterial, sahen auch etwas anders aus. Das ist ein Hemd aus einem bekleidungsvolkseigenen Betrieb aus dem Süden der DDR, aus Elsterwerda, das in den 1960er Jahren gefertigt wurde. Wir haben gar kein Hemd aus der Spätzeit der DDR, was schade ist, aber meins ist es nicht. Außerdem, ich weiß gar nicht, wo meins ist. Okay, ich habe meins weggeworfen irgendwie. Ich weiß noch, das war ein historischer Akt irgendwie in Ende der 80er Jahre. Herr Dr. Stuth, Sie werden es nicht glauben, aber das auf dem Foto könnte ich sein. Denn nämlich dort auf der Neptunwerft habe ich mal einen Beruf gelernt, und zwar Maschinenanlagemonteur, Spezialisierungsrichtung Rohr- und Behälterbau. Das ist natürlich hier der klassische Schiffbauer, der hier am Werken ist, der hier die Schiffsplanken zusammenschweißt. Hier geht es jetzt um Produktion. Was für einen Anteil nimmt die sozialistische Produktion hier in der Ausstellung an? Es war ja Teil auch des Alltags. Die Arbeit ist Teil des Alltags. Der Lebenserwerb steht ganz im Zentrum auch der DDR-Bürger. Allerdings ist die Arbeit auch politisch ganz wichtig, denn der arbeitende Mensch, der Arbeiter und der Bauer, das sind die führenden Schichten, das sind die führenden Klassen als im Arbeiter- und Bauernstaat. Also wird die Arbeit in den Mittelpunkt des Lebens, auch in der Propaganda gestellt. Allerdings wird Wettbewerb bei der Arbeit, kapitalistischer Wettbewerb, also Leistungsdenken, abgelehnt in der DDR, und man versucht dann mit sozialistischem Wettbewerb, mit den Straßen der Besten, mit dem Auszeichnungswesen, Kollektiv der sozialistischen Arbeit, Kollektiv der deutsch-sowjetischen Freundschaft, Jungaktivist, Aktivist der sozialistischen Arbeit und mit einer großen Menge von Auszeichnungen, Prämien, Ehrennadeln, Ehrentagen, einfach die Bürger dazu zu bewegen, auch im Beruf Höchstleistungen zu zeigen. Das hat bei vielen verfangen. Bei vielen aber auch nicht. Und am Ende der DDR gingen die zahlreichen Ehrentage. Wir haben hier 27 Nadeln der Ehrennadeln des Ministeriums für Volksbildung, die jedes Jahr über die Lehrer verteilt worden sind in der DDR. Das ging den Bürgern zum Ende dann schon etwas auf die Nerven. Noch ein Ehrentag, noch ein Feiertag. Aber man hat das sehr gerne auch als Wertschätzung für die Arbeit genommen. Der kleinste Bereich der Arbeit ist die Brigade. Hier liegt ein Brigadetagebuch, und auch das ist wichtig. Man sollte nicht nur gemeinsam arbeiten, sondern man sollte auch seine Freizeit gemeinsam verbringen. Und das wurde dann in Brigadetagebüchern dokumentiert. Ja, hätte man das aufgeschrieben, was ich da erlebt habe auf diesen Brigadefeiern. Das war mehr oder weniger ein alkoholisierter Albtraum irgendwie. Aber lassen Sie uns weitergehen zur nächsten Station. Ja, wir können es sehen, liebe Zuschauer, jetzt geht es natürlich um Freizeit. Einkaufen gehörte dazu. Manchmal musste man ja stundenlang in irgendwelchen Schlangen stehen, um an bestimmte Produkte heranzukommen. Manchmal hat man natürlich auch Beziehungen, um das eine oder andere unterm Ladentisch zu bekommen. Aber es geht ja auch um den großen Bereich Freizeit, Herr Dr. Stuth. Was ist hier, worauf legen Sie besonderen Wert hier in der Ausstellung? Wir haben die Freizeit, wir haben Einkaufen, wir haben die Warenwelt kurz angerissen, der Urlaub, das Reisen spielt eine Rolle, aber es geht auch um Demonstrationen und letztendlich auch um das millionenfache Abhören und Überwachen von Menschen. Einkaufen hat die DDR-Bürger wirklich lange beschäftigt, weil das brauchte man Zeit. Es gab Grundnahrungsmittel, hochsubventioniert, durchaus in ausreichender Menge. Nicht in einer großen Varianz, eine Sorte oder zwei Sorten Wurst hat gereicht. Fleisch war immer mal wieder ein Problem. Und das sieht man hier auch bei der Fotografie aus der Kaufhalle in der Mehrzweckhalle in
in Lüttenklein, die damals die Vorzeigekaufhalle in Rostock gewesen ist. Die junge Dame da mit dem Korb, die kann sich gar nicht entscheiden, ob sie nun den Quark nimmt oder die Margarine nimmt. Wenn man dann guckt nach hinten, gibt es an der Fleischtheke eine Wurstsorte. Teewurst ist es wahrscheinlich in großen Mengen, aber Fleisch ist selten. Also so die Diskrepanz zwischen den fehlenden, in ausreichender Menge fehlenden, höherwertigen Konsumgütern und den Grundnahrungsmitteln. Wenn man einen Fernseher brauchte, einen Farbfernseher brauchte, 1983 gab es die Weihnachten im Zentrumwarenhaus hier in Rostock, ist auch in der Ausstellung zu sehen, dann musste man sich schon um 3:30 vor dem Zentrumwarenhaus in der Langen Straße anstellen, um dann einen Fernseher zu ergattern. In der DDR wurden Konsumgüter eben nicht nach Bedarf verteilt und produziert, sondern zentral geregelt dorthin geliefert, wo die Plankommission das meinte. Und das hat Knappheit zur Folge. Man stand lange in Schlangen oder man hatte das Geld, um im Delikatladen zu kaufen oder in den Intershop zu gehen, in einen der 10 Intershops hier in Rostock. Gerade die Privatsphäre, Sie haben es angesprochen, war ein Bereich, wo natürlich auch der Staat auch Kontrolle haben wollte. Er hatte ein bisschen Angst davor, weil er nicht wusste, was die Menschen in ihrer Freizeit machen. Und deshalb natürlich Staatssicherheit, auch ein Thema in der Freizeit, Überwachung der Menschen auch. Auch das thematisieren Sie hier in der Ausstellung. Wir thematisieren das ganz fokussiert. Das ist das letzte Objekt, das der Besucher in dieser Ausstellung sieht. Es ist auch auf dem Ausstellungsplakat zu sehen. Ein rotes Telefon mit DDR-Staatswappen, interne Durchwahl 307. Das ist das Telefon des stellvertretenden Leiters der Staatssicherheitsbehörde hier in Rostock. Das ist 1990 dort abgeschnitten worden bei der Besetzung der Zentrale in der August-Bebel-Straße. Also ein Telefon als Ausdruck der millionenfachen Überwachung mit einem sehr großen Apparat. Der DDR-Staat wollte ganz genau wissen, was die Bürger in ihrer Freizeit und hinter den verschlossenen Türen machen. An einer anderen Stelle in der Ausstellung sieht man ein Hausbuch, ein Dokument, also das in jedem Haus, in jeder Wohngemeinschaft in der DDR, in jeder Hausgemeinschaft, alle Bewohner, alle Gäste jederzeit dokumentiert werden sollten. Und je nachdem, wie genau der Hausbuchverantwortliche das gemacht hat, so genau wurde das dann auch eingetragen. Das ist ein Meldedokument der Volkspolizei. Also auch hier wollte der Staat ganz genau wissen, was passiert auch in der privaten Sphäre. Und das war Ihnen auch wichtig zu betonen, dass die DDR neben dem ganz normalen Alltag der Menschen auch immer ein Staat war, der die Menschen kontrolliert hat. Nun ja, das hat auch mit der erzieherischen Wirkung des Staates zu tun. Man soll sich der Staatsdoktrin unterordnen bei den Pionieren, bei der FDJ. Man richtet sich ein in diesem Staat, man fährt in die Ferien, man feiert, man hat Freizeit, man hat Spaß, man richtet sich ein, man macht eine Karriere, man hat eine Familie, einen Freundeskreis, all das prägt das Leben der DDR-Bürger, aber wir dürfen bei all dieser Fokussierung auf das private Leben nicht vergessen, dass die DDR ein Staat gewesen ist, der sich immer auch ganz bewusst politisch eingemischt hat, und das kann man an ganz verschiedenen Objekten in dieser Ausstellung nachvollziehen. Und wenn das zum Nachdenken anregt und man einfach auch an seine eigene Geschichte erinnert, dann hat die Ausstellung auch ihr Ziel erreicht. Also, liebe Zuschauer, auf ins Kulturhistorische Museum in Rostock. Lassen Sie Geschichte auf sich wirken, hier in der Ausstellung von ARTA bis Zentralkomitee. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Museumsgespräche hier auf MV1.